Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campus TV Kompakt. In den vergangenen Wochen haben Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland ihre Abiturprüfung weitestgehend hinter sich gebracht. Wie geht es nun weiter? Viele machen ein freiwilliges soziales Jahr oder gehen auf Reisen. Die Auswahl an Möglichkeiten ist groß und die Wahl eines passenden Studienfaches nicht so einfach. Um bei der Entscheidung zu helfen, öffnete der Campus Lingen Anfang Mai seine Tore. Rund 600 Schülerinnen und Schüler informierten sich beim Tag der offenen Tür über die Hochschulangebote. Dank zahlreicher Workshops, Kurzvorlesungen und Führungen bekamen die Interessierten einen Einblick in den Alltag von Studierenden. Auch Vertreter aus studentischen Organisationen wie Fachschaft und AStA waren vor Ort und beantworteten neugierige Fragen. Für all diejenigen, die bereits mitten im Studium stecken und sich beruflich orientieren wollen, findet am 4. und 5. Juni die Jobmesse in den Emslandhallen statt. Zahlreiche Unternehmen aus der Region präsentieren dort ihre Ausbildungs- und Jobangebote. Die Besucher können von Bewerbungsmappenchecks sowie Tipps und Tricks für die Arbeitssuche profitieren und sogar professionelle Bewerbungsfotos anfertigen lassen. Darüber hinaus dient die Messe dazu, mit Unternehmern ins Gespräch zu kommen und wichtige Kontakte für das Berufsleben zu knüpfen. Der Eintrittspreis liegt bei 3 Euro. Wer viel studiert oder arbeitet, braucht gelegentlich einen Ausgleich. Zum Beispiel in der Sonne schwitzen und Sport treiben, sich in der Kneipe auf ein Bierchen treffen. 2 richtige Geheimtipps, sich in der Stadt die Zeit zu vertreiben, zeigen nun Ronja Blomberg und Elisabeth Heberlein. Im Sommer entstehen hier in der Lingener Innenstadt 2 neue Lokalitäten, die ihr euch schon jetzt merken solltet. Unser erster Geheimtipp aus der Lingener Gastroszene ist die neue Eröffnung des Bioladens Kornblume. Dieser zieht nämlich aus der Schlachterstraße in die Kievelingstraße und vergrößert sich dabei. Neben einer Markthalle mit frischem Obst, Gemüse und Käsespezialitäten entsteht außerdem ein Bistro. Dort könnt ihr euch nach einem anstrengenden Unitag oder mal in der Pause auf frische Bio-Backwaren und Kaffeespezialitäten freuen. Für diejenigen unter euch, die ihren Abend gerne beim kühlen Getränk ausklingen lassen, haben wir einen weiteren Tipp. In der Schlachterstraße zwischen Hellmann und Sparkasse entsteht eine neue Bar. Mo's Lounge lädt ein zum Cocktails trinken und Shisha rauchen. Wann Inhaber Mehmet seine Gäste das erste Mal empfängt, ist noch unklar. Jedoch soll die Eröffnung noch vor der EM im Sommer stattfinden. Ihr seht, in Lingen tut sich immer wieder was. Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. In den Mai tanzen? Das kann doch jeder. Das dachte sich vielleicht auch die Fachschaft MKT und veranstaltete deshalb die Campus Party, dieses Mal mit dem Titel Tanz im Mai. Etwa 300 Studierende feierten den Endspurt des Semesters bei guter Musik und leckeren Cocktails bis in die frühen Morgenstunden. Jason Hannemann berichtet. Der Mai, in Lingen eher bekannt als der Monat der Schützenfeste, hielt dieses Jahr ein weiteres Highlight bereit. Die Campusparty in der Tanzgalerie Lorenz, organisiert von der Fachschaft am Hochschulstandort Lingen. Erst abrocken, dann gemütlich einen frisch gemixten Cocktail schlürfen. Der Höhepunkt des Abends, DJ Michael Maas, bekannt als DJ aus der Großraumdiskothek Index in Schüttdorf, legte für die Studierenden auf und sorgte für heiße Beats und eine ausgelassene Stimmung. Also Studentenpartys finde ich generell super. Die Leute sind anders, ich spiele andere Musik. Im Club haben wir verschiedene Bereiche und da muss ich ein bestimmtes Genre zum Beispiel spielen. Hier kann ich querbeet alles spielen, was ich möchte. Und es ist auch eine angenehme Abwechslung zu diesem Club-Alltag. Wann die nächste Campusparty stattfindet, ist noch unklar. Fest steht allerdings eines, sie kommt garantiert. Neben dem Lingener Altstadtfest und dem Abi-Festival gibt es jetzt ein weiteres kulturelles Highlight in der Stadt. Campus in Konzert. Was es hiermit auf sich hat, darüber berichten Alina Bergmann, Kerstin Gewisch und Jana Neuhaus. Campus in Konzert fand am 19. Mai bereits zum zweiten Mal in Lingen statt. Nach dem Motto Umsonst und drin traten 5 Musikacts vom Institut für Musik auf einer großen Bühne vor begeistertem Publikum auf. Welche Idee sich hinter der Konzertreihe verbirgt, erklärt Mitorganisatorin Anne Wilby. Also es ist ein Festival, was für junge, aufstrebende Bands ist, die Musikvideos bekommen und genauso die Kameraleute von Campus TV ihre Erfahrungen sammeln können in dem Film von Bands. Für einen Abend verwandelt sich die ehemalige Lokhalle in eine Konzerthalle der besonderen Art. Flohmarkt zum Stöbern inklusive. Den Besuchern gefällt das Konzept. Wir laufen sonst immer nur Studierende rum und es ist schön, das mal in einem anderen Kontext zu sehen. Künstler und Besucher sorgten durchgehend für ausgelassene Stimmung.
Das bestätigt auch Franziska Sutter, die Frontsängerin der Band Francis K. Die Leute haben echt schön mitgemacht, mitgesungen. Auch das Hasterdunkel, das selbstgebraute Bier von Studierenden am Hochschulcampus in Haste, kam gut an. Vor allem, als Dozenten am Bierwagen ausschenkten. Ich versuche, Bier zu verkaufen. Das mache ich nicht jeden Tag, aber ich bemühe mich redlich. Die Mühe hat sich gelohnt. Veranstalter, Musiker und Zuschauer sind zufrieden. Und am Ende steht eines fest. Hoffentlich wird das nächstes Jahr auch noch so sein. Der Kindercampus hat seinen 10. Geburtstag gefeiert. Bereits im letzten Monat gab es eine Jubiläumsveranstaltung für Organisatoren und Sponsoren. Lena Zeube und Philipp Schlehan berichten, wie der jüngste Kindercampus ausgesehen hat. Professoren aus allen Fachrichtungen nehmen sich im Rahmen des Projektes Kindercampus die Zeit, um wissbegierige Kinder ein wenig Studiumsluft schnuppern zu lassen. Insgesamt zweimal im Semester halten die Dozenten kindgerecht aufgearbeitete Vorlesungen zu spannenden Themen. Mit viel Engagement und Spaß lernen die Kinder den studentischen Alltag ein wenig kennen und haben sogar die Möglichkeit, sich aktiv in die Veranstaltung einzubringen. Zum Jubiläum und passend zur Europameisterschaft im Juni entdecken die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter der Leitung von Philipp Badelmann die Geheimnisse der Filmkunst und produzieren sogar eine eigene kleine Sendung. Mir war es wichtig, den Kindern auch praktisch etwas mitzugeben. Deswegen haben wir in der zweiten Hälfte eine eigene kleine Fernsehsendung produziert. Die Kinder sind Kameramänner gewesen, die haben in der Regie mitgearbeitet und wir haben ein kleines Elfmeterschießen nachgestellt. Und ich glaube, das hat allen viel Spaß gemacht. Die Studierenden des Instituts für Theaterpädagogik schließen ihr Studium ab mit selbst inszenierten Theaterprojekten. So hat Sophie Keffel ihre Inszenierung 90-60-90, Der Körper meines Lebens, im Burgtheater aufgeführt. In dem Stück begeben sich die Darstellerinnen und Darsteller auf die Suche nach eigenen und gesellschaftlichen Körperwahrnehmungen unter dem Druck heutiger Schönheitsideale. Auch Anna Weidinger hat ihr Studium mit einer Bühnenproduktion abgeschlossen. In ihrem Bewegungstheaterstück Der Regenbogenfisch erzählen Spielende frei von verbaler Kommunikation eine Geschichte von Einsamkeit und Zugehörigkeit im Meer der Gesellschaft. Das war es für heute. Wir hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campus TV Kompakt. Bis dahin wünschen wir euch erfolgreiches Lernen und eine gute Prüfungszeit.